Hallo, herzlich willkommen zurück. Da sind wir wieder. Ich denke mal, dass wir unserem Kartenarbeitgeber sagen müssen, dass wir die Karte abgeliefert haben, damit wir Geld kriegen. Das ist nur so eine Vermutung. Ansonsten müssen wir jetzt gleich nochmal rausfinden, was müssen wir tun. Es muss irgendwie Abend werden. Mehr weiß ich gerade nicht. Und es läuft sie und läuft und läuft. Ansonsten fällt mir grundsätzlich erstmal nichts ein, aber das können wir ja gleich alles noch klären. Oder? So, wo war denn unser Kartenmann? Auf dem Markt. Mit dem Tobias brauchen wir nicht mehr reden, der wusste sowieso gar nichts. In die Enklave würde ich jetzt auch tatsächlich nicht zwingend zurückgehen. Hier. Sprieke mal mit Da ihm. bist du ja. Am liebsten würde ich dich Ich hasse, habe die die Karte Karte schon für lange nie bei abgeliefert. ihr im Journeyman Inn. Erinnern Sie sich noch an mich? Na, dann kann ich dich leider. Was zur Hölle war denn das gerade? Bitte nochmal? Hast du die Karte für Tun Li bei ihr im Journeyman Inn abgeliefert? Ich wollte nur guten Tag sagen. Auf Wiedersehen. Hab ich doch. Haben wir eine Liste? Hä? Ich habe doch die Karte abgeliefert. Hier, nimm meine letzte Münze. Nimm du meine letzte Münze. Was? Hä? Warum? Hä? Das ist der Ich Kartenhändler. weiß. Hast du die Karte für Tun Li bei ihr im Journeyman Inn Sagt einfach abgeliefert? ja. Sei so gut und komm nie wieder vorbei, um guten Tag zu sagen, ja? Hast du die Karte für Tun Li bei ihr im Journeyman Inn abgeliefert? Sei so gut und komm nie wieder vorbei, um guten Tag zu sagen, ja? Okay. Ihr habt's verstanden. Aber lustig ist es, der wird oft gequält von ihr. Schon die letzten paar Folgen gerne. Ich finde nur komisch, dass sie darauf nicht antwortet. Ich meine, wir haben es ja nun mal. Wir haben natürlich keine Liste mehr, wonach wir das beweisen können. Eigentlich brauchten wir eine Unterschrift normalerweise. Diesmal nicht. Müssen wir uns noch bei Hier sieht es irgendwem leer aus. verabschieden? Ach, da geht's nicht. Die beiden hinteren Räume. Ja, okay. Das ist ja ganz toll. Er gruselt mich hier ziemlich doll. Sehr, sehr doll. Karre. Was, wieso? Müssen wir ihm noch was sagen? Nee, der ist natürlich weg. Oh, eine Flasche. Nein, ich vertrage Hochprozentiges Ja, aber nicht. du kannst es doch mitnehmen. Vielleicht brauchst du es. Ein braunes Leid. Nee, das will ich nicht nochmal hören. Er ist. Ach nee, warte. Hallo? Klopf, die klopf, klopf. Mr. Westhouse? Sir? Jemand zu Hause? Er ist wohl nicht zu Hause. Er sollte wirklich abschließen. Andererseits, wer weiß schon, dass hier unten jemand wohnt. Es sieht doch aus wie ein Haus. Was soll denn da sonst sein, außer eine Wohnung? Die brauche ich hier noch was? Soll ich mich schlafen legen? Was? Ich weiß nicht so genau. Kannst du mal schneller laufen? Hallo, Escape. Danke. Was ist jetzt unsere nächste Aufgabe? Keiner zu Hause. Ja, das dachte ich mir fast. Was fehlt uns? Wir haben einen Navigator. Wir haben einen Navigator. Tagebuch. Warte auf die letzte Seite. Lorhan sagt, Klecks hatte viele Leute in seinem Schloss eingesperrt. Ihre Seelen hätte er in einem Seelenstein gefangen, was auch immer das sein mag. Wenn ich diesen Stein zerstören kann, werden die Seelen der Leute befreit und alle werden wieder zu weichen, warmen Menschen oder sonstigen Wesen. Jedenfalls so lebendig, wie sie vorher waren. Ich bin schon wieder dabei, jemanden zu retten. Wird langsam zur Gewohnheit. Ja, ist ja schön. Ach so, ich glaube, ich kann mir das vorlesen lassen. Das ist ja ganz toll. Nicht Spiel verlassen. Zurück. Ist ja super toll. Aber was, wie, wo, wer, was, wie, was kann ich tun? Was muss ich tun? Anleger. Nee. Kleiner Anleger.
Kann ich Krähe vielleicht nochmal? Ist natürlich weg. Sind alle weg? Worauf warten die denn noch? Liegt das jetzt, entschuldige, ich muss das mal fragen, liegt das gerade an mir, dass ich das einfach nur nicht checke, was ich machen soll? Wenn ja, bitte erzähl's mir. Magiebindetrank, Federleichttrank, Unsichtbarkeitstrank. Ist ja cool, dass wir das noch haben. Windtrank. Benutzen wir das? Das benutze ich, wenn ich es wirklich brauche. Ja, aber woher weiß ich denn, wann? Kannst du hier nicht einfach aufs an Bord gehen? Geh rauf. Rauf mit dir. Ich kann hier nichts tun, oder? Das ist die Frage, was mache ich denn sonst hier? Du kannst ja mal unsichtbar werden, da freuen sich alle. Das benutze ich, wenn ich es wirklich brauche. Ich glaube, das sagt dir jetzt zu allen Sachen. Taschenuhr? Sie läuft. Ich brauche sie nicht nochmal aufzuziehen. Dann mach tick-tack, wack-wack. Ist ein Bonbon. Nix da, die sind widerlich. Schenk doch mal den Leuten einen Bonbon. Bitte. Wanderstein haben wir. Soll ich was kaufen? Goldring. So richtig weiß ich gerade nicht. Das ist sehr ärgerlich, weil ich jetzt nicht vorhatte, so eine Suchaktion draus zu machen. Vielleicht weiß Krähe Rat. Oh, bitte sag mir irgendwas. Er scheint nicht da zu sein. Ich versuche später nochmal. Wir sind alle nicht da. Soll ich vielleicht den Wanderstein Tobias zeigen? Kann das sein? Kann das denn sein, dass das so ist? Muss ich den Stein zeigen? Muss ich den abgeben? Muss ich den einsetzen in der Enklave? Da steht Son Goku. Guck mal. genau. Ja, ich meine, ne? Gut. Ich nehme mal an, dass ich mit dem Stein irgendwas machen muss. Schließlich habe ich diesen Stein von den Banda bekommen. Ist ja schon sehr wichtig. Vielleicht sollte ich damit jetzt erstmal prahlen gehen. Macht für mich jetzt nicht so viel Sinn, aber natürlich ist der nicht da, ist doch klar. Bestimmt ist der auch nicht hinten in der Ecke. Ey, sind alle weggegangen. Nee, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Aber ich muss auch ehrlich sagen, deutlicher kann das Zeichen nicht sein, dass ich nicht hier sein soll, ne? Das ist schon nett. Blöd ist, dass man nur an verschiedenen Stellen auf die Komplettkarte kommt und nicht sofort. Ne? M ist nicht allgemein. Ich drück grad. M ist nicht Map. Dann gucken, gehen wir jetzt in die Enklave. Ist jetzt der letzte Ort, der mir einfällt, wo irgendwas sein kann, wo irgendwas am Happenen ist. Oder wir irgendwas tun können. Alles andere, wir sehen jetzt nicht. Geh mal hin. Hallo? Okay. Lass das da einfach liegen, klaut bestimmt keiner. Obwohl es aussieht, als ob es passt, sollte ich lieber warten, bis ich alle vier Teile der Scheibe habe. Hör auf. Was sind das nochmal? Ach, Kaka. Vogel Kaka. Kann ich mit ihm reden? Noch? Immer noch? Fass ihm doch nochmal unter die Achseln. Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Alten Männern unter die Achsel greifen. Himmel, du bist es schon wieder. Du hast mich ganz erschreckt. Nee, ich will nicht noch mehr Bücher lesen. Könnte ich noch mehr Bücher lesen? Aber natürlich. Was für eine Frage. Oh, 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 noch einmal lesen. Nee. Ich möchte gerne noch mehr Volksmärchen lesen. Ich suche Informationen, aber ich weiß nicht, nach welchem Buch ich fragen soll. Ich möchte gerne noch mehr Volksmärchen aus Arcadia lesen. Hatte ich schon gesagt, wie sehr ich... Tut mir leid, ich muss das abkürzen so ein bisschen. Der zeigt mir doch das, was er mir sonst auch zeigt, oder? Ich bin gerade ein bisschen verzweifelt. Und das am Anfang der Folge schon wieder. Wie kommt denn das nur? Es ist nicht meine Schuld. Es tut mir leid.
Es ist so schön, dass er übrigens so langsam läuft, ne? Ich habe da etwas... Bla, bla, entschuldige. Ich kann dich nicht ausreden lassen. Dafür habe ich jetzt keine Geduld. Guck ins Buch. Ja, so lese ich auch immer. Ach nee, das kennen wir doch schon. Sandra und ist die Treue. Bliblablub. Bist du fertig? Ja. Gut. Also, Bitte sei noch langsamer, damit ich hier gar nicht wegkomme. Kann ich ihm vielleicht den Stein zeigen? Nö, ist ja auch egal. Unwichtig. Was fehlt uns? Es fehlt uns irgendeine Kleinigkeit. Irgendeine Kleinigkeit fehlt. Das ist ätzend. Wir waren überall. Wo gehe ich hin? Hilfe, Hilfe. Da können wir nicht mehr hin. Schade. Was tun? Da ist keiner drin gewesen. Ich meine, was soll ich machen? Guck dir deinen doofen Goldring an. Ich habe keine Wahl. Ich muss unterbrechen. Das tut mir echt leid. Also, bis gleich. Hallihallo, wir sind jetzt wieder im Tempel. Ich habe jetzt alle Orte abgeklappert. Und guckt bitte, wer da steht. Wieso? Programmierer, wieso? Warum wird das gemacht? Das ist doch... Mann, das ist so fies. Als ob man dann normalerweise nochmal ganz nach hinten geht, um ihn zu suchen. Nein, da steht er natürlich rum in der Ecke und steht nicht wie sonst einfach mitten im Raum, wodurch er einfach für einen nicht mehr relevant wird. Genarv. Naja, Vater Tobias. Ah, du bist von deiner Reise in den Norden zurückgekehrt. Ich bin erleichtert, dich wohl aufzusehen. Schön, dass du da bist. Du hast dich um mich gesorgt? Das ist süß. Und weißt du was? Ich habe dem Alchemisten dort Saures gegeben. Ich wette, das hast du mir nicht zugetraut. Oh, Saures. Die Wette verlierst du. Ich wusste, dass du es kannst. Schließlich bist du... Mir macht die Unruhe im Westen Sorgen. Okay, das ist jetzt, was soll ich denn zuerst, was hast du mit schließlich bist du gemeint? Naja, schließlich bist du die Heldin. Was hast du mit schließlich bist du gemeint? Verzeih mir die früheren Vorbehalte, April. Ich hätte dir eher vertrauen müssen. Natürlich, aber womit? Mit der Wahrheit, dass du diejenige bist, die uns 1000 Jahre lang behüten wird. Dass das Gleichgewicht in dir ist. Und du für die denkbar größte Verantwortung geboren bist. Du bist der nächste Hüter, April. Oh. Der 13. Hüter des Gleichgewichts. Nein, das kann nicht sein. Ich bin nicht euer Hüter. Und doch stimmt es. Ich hatte leider meine Zweifel. Ein schwerer Fehler. Aber es steht fest, dass du stärker im Gleichgewicht bist als alle vor dir. Verdammt, warum hat Cortez nichts davon gesagt? Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, aber ich wäre bestimmt nicht hergekommen. Vielleicht wusste er es nicht. Oder er hat es dir absichtlich verschwiegen. Aber ich sage es dir, weil du zu wertvoll bist, um hier zu bleiben. Du musst fortgehen. Das ist harter Tobak. Sowas kannst du doch nicht sagen, dass sie 1000 Jahre in einem Turm hängen soll, nackig. Haben wir das nicht am Anfang mal gesagt, dass wir denken, dass sie das sein könnte? Ich möchte hier nicht vor. Naja, klar willst du fort. Ich breche heute Nachmittag nach Elaise auf. Gut. Die Tyren sind kein Volk von Seefahrern. Die Inseln sind wohl der sicherste Ort für dich. Bevor du aufbrichst, möchte ich dir etwas aus der Enklave geben. Es liegt seit 10.000 Jahren dort. Aber Tobias, so etwas Altes und Wertvolles kann ich doch nicht annehmen. Halt den Mund, nimm das an. Es gehört dir aber schon. Die Väter haben es für den 13. Hüter aufbewahrt und jetzt bist du da. Bitte, nimm es. Das ist der Talisman des Gleichgewichts. Kaum jemand kennt ihn. Er wird nur in der Schrift der Wiedervereinigung erwähnt, eine der 13 Schriften des Gleichgewichts. Wozu ist er gut? Die Schrift erwähnt seine Bestimmung nicht. Du musst sie selbst ergründen. Aber der Talisman gehört dir und wird dir gewiss helfen. Er besitzt sehr starke Magie. Danke, Tobias.
Ich weiß das wirklich zu schätzen, auch wenn ich ihn ungern annehme. Du bist der Hüterkind. Dein Schicksal ist glanzvoll und schrecklich zugleich. Du darfst dich nicht abwenden. Aber ich vertraue dir, April. Das macht mir ja solche Angst. Was ist, wenn ich versage? Vertraue dem Gleichgewicht, April. Es wird dich beschützen. Und vertraue dir selbst. Viel Glück, April, und gute Reise. Das arme Mädchen. Die tut mir irgendwie leid. Und jetzt geht er dahin, wo wir ihm nicht folgen können. Na klar. Tobias, wieso? Wieso? Wie sieht das aus, das Gleichgewichtsamulett? Mhm. Der Talisman des Gleichgewichts. Tobias hat ihn mir anvertraut. Ach, April, bei dem, was du hier machen musst, kannst du jedes verdammte Geschenk annehmen, was dir gegeben wird. Falsche Bescheidenheit hilft hier keinem, gar keinem. Puh, stellt euch das mal vor. Nicht nur, dass man den Druck hat, die Welt zu retten, zwei Welten, das Universum. Nein, dann erfährt man auch noch, dass man für 1000 Jahre in der Zwischenwelt leben muss, um halt alle zu retten. Ich weiß nicht, das ist schon schwierig. Ein schwieriges Schicksal. Vor allem, woher wusste er das? Wir haben uns ja vorher schon mal gefragt, haben die einen Detektor für die ganzen Hüter? Wo die her sind? Weißt du, piept das denn so, wenn die an den hoch und runter gehen? Woher wusste der, dass Endlich. Er der Hüter ist? Wir sind startbereit und müssen auslaufen, bevor es zu spät wird. Es bleibt noch 6 bis 7 Stunden hell. Beeil dich, komm an Bord! Hat der mir dazwischen gelabert? Das gibt's ja wohl nicht. Hatte ich schon erwähnt, wie sehr ich Wasser hasse? Nein. Na gut, erinnern Sie mich daran, es Ihnen gelegentlich zu erzählen. Ach, die alte Grafik, herrlich. Guck mal, wie sie aussieht. Wie eine Braut sieht sie gerade aus. Oh, sie bricht. Oder? Nee, sie entspannt sich. Entschuldige. Aber lasziver geht's ja wohl nicht, ne? Wie sie da hockt. Der Sturm des Chaos. Kapitel 6. Ja, das wird lustig, denke ich. Hilfe, mein Magen hat sich schon umgestülpt und mir ist immer noch schlecht. Hat sich also doch übergeben. Sie sieht echt cool aus. Das Blau ist eine schöne Farbe. Können wir mit dem reden? Können wir allgemein hier hinten lang? Können wir hier mit jemandem reden? Ein Apfelfass. Aha. Das Apfelfass. Das ist ganz klar. Es ist halb leer. Die Äpfel sind unser einziges Essen an Bord, wenn wir keine Fische fangen. Bäh. Aber gegen Skorbut ist das gut. Nimm dir bitte ein. Igitt. Man wirft keinen abgegessenen Apfel ins Fass. Nee, das macht man wirklich nicht. Hat sie den jetzt in die Tasche gepackt? Da haben wir einen schönen dicken. Beiß doch noch mal rein, Jim? Und dann lass ihn liegen. Was? Den raff ich nicht. Das ist ein Insider. Jim? Verstehe ich nicht ganz, aber weiß ich auch nicht. Zur Brücke hoch. Nach unten. Mit Monsieur können wir nicht reden. Das ist April selbst. Gehen wir mal nach oben. Und dann will ich nach unten. Das ist bestimmt spannender. Ne. Sie hat ja ein drittes Auge. Also ein aufgetätowiertes, aber... Ist auch interessant. Kugel. Eine Glaskugel, die magisch leuchtet. Könnte ein Kompass sein. Auf jeden Fall sieht's cool aus. Tun Lee, die Navigatorin. Hallo, Tun. Macht dir die Seereise Spaß, April? Schon, wenn der Boden sich nicht bewegen würde. Aber der Boden bewegt sich doch nicht. Das Schiff bewegt sich. Sag das mal meinem Magen. Captain Obvious hier, oder was? Liegen wir gut in der Zeit? Ich würde gern mehr über deinen Kompass wissen. Liegen wir gut in der Zeit? Dank deines Zaubers machen wir unglaublich schnelle Fahrt.
Mein Schiff ist das schnellste weit und breit, Lee. Mit der alten Dame überhole ich sogar Schattenschiffe. Was sind Schattenschiffe? Wann erreichen wir Elais? Morgen Abend, wenn sich der Wind hält. Wie schnell kann man eigentlich segeln? Das weiß ich nicht. Ich habe von einem Schiff gehört, das sogar abgehoben hat und im Himmel verschwunden ist. Manchmal wird es gesichtet. Es soll ein Omen sein. Der fliegende Holländer, stimmt's? Das nicht. Man nennt es Unglücksboote. Also ich würde einfach sagen, das ist das Schiff von Captain Hook, was von Peter Pan geschartert wurde. Ich würde gern mehr über deinen Kompass wissen. Aber gern. Was für einen Kompass benutzt du? Gibt's mehrere? Einen ganz normalen Richtkompass. Den benutzen wir, wenn wir nicht nach der Sonne oder den Sternen navigieren. Was ist ein Richtkompass? Ich vergesse immer, dass du nicht mit dem Meer vertraut bist. So ein Richtkompass weist immer zum magischen Nordpol. Er ist besonders genau, wenn er nicht von einer Zauberquelle abgelenkt wird. Danke, mehr brauche ich nicht zu wissen. Ich hoffe, du hast was von der Erkenntnis. Oh Gott, nee, ich habe keine Fragen mehr. Halt sie schön auf Kurs, Thun. Mach ich, April. Thun tut es. Wie so ein kleines Kind hat sie gerade ausgefragt. Kapitän? Ja, was gibt's? Ich weiß es selber nicht, aber lass mal miteinander quasseln. Okay. Wann sind wir in Elais? Morgen Abend müssen wir die Insel erreichen, wenn sich das Wetter hält. Gibt's Aussicht auf schlechtes Wetter? Tja, jeder Seemann kann dir sagen, dass das Wetter launisch ist. Wer weiß, was uns erwartet. Aber auf einen Wetterwechsel besteht ja keine Aussicht. Sonst würde meine Nase jucken. Eine magische Nase hat er. Cool. Was hat ihre Nase mit dem Wetter zu tun? Tja, das ist eine Geschichte, das kannst du mir glauben. Oh nee. Und? Oh nee, ich will nichts die Geschichte und. Nicht. Das ist eine Geschichte, das kannst du mir glauben. Ein Glück. Vielen Dank. Och nee, ich will sie nicht hören. Bitte. Ich würde die Geschichte mit der juckenden Nase aber gern hören. Oh, sie ist wie so ein Kleinkind. Weil es bestimmt eine Geschichte vom Meer ist. Ein wildes Abenteuer von Seelen, die dem sicheren Tod entrissen wurden und so. Die trollt doch gerade. Hier ist mal beim Haareschneiden die Schere im Riechkolben ausgerutscht. Seither ist meine Nase wetterfühlig. Doch sympathisch. Tja, beim Haareschneiden in der Nase muss man vorsichtig sein. Ja, das habe ich selbst gelernt. Oh Gott, ey, sie will alles tun, damit er einen Herzinfarkt kriegt. Ihre Nase juckt also, wenn das Wetter umschlägt. Ein tiefes, anhaltendes Jucken wie Ilials Achselhöhlen. Oh nee, kennen Sie Seemannslieder? Kennen Sie viele Seemannslieder? Kein einziges Jal sei Dank. Nicht mal Ho, Ho, Ho und eine Buddel voll Rum oder so? Wenn ich vor einer Buddel voll Rum Ho, Ho, Ho singen würde, würde mich die Mannschaft Kiel holen und die Buddel selbst leeren. Würden Sie gern ein Seemannslied lernen? Oh, du bist so nervig. Würden Sie gern ein Seemannslied lernen? Nein. Ich kann mir nichts vorstellen, wozu ich weniger Lust hätte. Und wenn ich nach einer Woche Bohnensuppe bei Orkan die Latrine scheuern müsste. Komm, wie wär's denn jetzt mit einem Lied? Mir wäre jetzt nach einem Seemannslied. Und mir wäre danach, gewisse Leute Kiel zu holen. Danke, Captain. Kapitän heißt das. Bitte denk daran. Ach, und lass doch das Seebär-Gefasel, ja? Möchte mich nur anpassen, Sir. Nichts für ungut, aber du passt hier rein wie ich in eine Töpferwerkstatt. Ach, bitte denk dran. Höchstens 2 Äpfel am Tag aus dem Fass nehmen. Wir haben keinen anderen Proviant. Wenn wir nicht angeln wollen, was Jarl verhüte. Wer ernährt sich denn bitte von 2 Äpfeln pro Tag? Und welche Taube hat denn hier drauf gekackt? Sieht aus wie Taubenkacke. Oder das waren die Möwen. 2 Äpfel pro Tag. Davon lebt doch keiner. Wer ist er denn jetzt? Wer ist er? Mir juckt die Nase. Schläfst du wieder auf Wache? Sturmfront im Westen! Hält auf uns zu! Ist eine Mörderfront! Dammit.
Kriegen wir eine Sequenz? Ja, sei uns gnädig. Ein Chaos, Sturm, Pech und Schwefel. Wo kommt der denn auf einmal her? Und was zieht ihn zu uns? Ich habe eine Idee. Die Kleine hier. Ändere den Kurs, Navigator! Wir müssen einen sicheren Hafen erreichen! Oh je, mir lief es eben eiskalt den Rücken runter. Da will wohl jemand nicht, dass sie ihr Ziel erreicht. Nur wer halt ist. Oh ja, gehen wir einfach mal unter Deck. Leg dich doch schlafen. Schreckliche Erfindung. Die ganze Nacht habe ich von einer Achterbahn geträumt. Und ich hasse Achterbahnen. Ih, was denn das? Habe ich gerade erst gesehen. Ein Mehlsack. Nee, das da. Er ist mir entwischt. War das ein Wurm? Ich kann nicht essen. Mir ist schlecht. Ein saftig roter Apfel. Tja, keine Ahnung. Warum sollte ich den Wurm fangen wollen, ist meine Frage. Eine stabile, leere Holztruhe. Mhm. Das ist nur die Holztruhe. Eine stabile, leere Holztruhe. Was soll ich denn mit einem Wurm? Warum soll ich den fangen können wollen? Ein großer, dicker Wurm. Im Mehl. Der sagt die ganze Zeit, die haben nur Äpfel an Bord als Proviant. Und da gibt's hier Mehl. Mein Gott, da kannst du ja wohl mit Wasser Brotpampe machen. Mehlsuppe. Weiß ich nicht. Alles. Was ist das? Hängematten. Jetzt mal ehrlich, Leute. Warte. Ich muss zurück. Da war eine Axt. Warum ist da eine Axt? Wieso ist da eine Axt? Eine kleine Axt. Nimm die Axt. Hack doch mal in den Boden vom Schiff. Das ist bestimmt gesund. Oh. Die Popocam. Warum? Was soll ich mit der Axt? Wieso? Mehlsack. Warum? Es gibt nur Ärger. Es ist schon auf. Das verstehe ich überhaupt nicht gerade. Das ist doch was für später bestimmt. Wette ich mit euch. Ja, dann muss ich wahrscheinlich jetzt erstmal diskutieren mit denen da oben. Ich vermute, dass da irgendwas gerade nicht ganz supi läuft. Obwohl, da sieht es noch ganz schön aus. Kapitän? Sir? Jetzt nicht, Mädel. Ich hab zu tun. Wir müssen dem Sturm entkommen, sonst zerdrückt er uns wie ein Streichholz. Aber wir halten noch Kurs auf Alais, oder? Ha, das kannst du vergessen. Wir müssen auf schnellstem Weg Guyenne erreichen, um den Sturm abzuwettern. Aber ich muss so schnell wie möglich nach Alais. Das Schicksal der Welt hängt davon ab. Und das Schicksal meines Schiffs und meiner Leute hängt vom Kurswechsel nach Guyenne ab. Lass mich jetzt. Hat er nicht ganz unrecht, muss ich ehrlich sagen. Tun, was ist los? Ein Sturm naht, April. Kein gewöhnlicher Sturm. Please tell me more. Ich möchte gern wissen, was denn... Was meinst du mit kein gewöhnlicher Sturm? Schau dir die Wolken an. Sehen die normal aus? Die Wolken sehen schon seltsam aus. Das ist ein Chaossturm. Ein schwerer, im magischen Strudel gefangener Sturm. Die werden von Magie angezogen wie Bienen vom Honig. Oh oh. Was weißt du über Chaosstürme? Dass sie selten auftreten und Vorboten schrecklicher Ereignisse sind. Man sagt auch, die Herren des Chaos nutzen sie als Waffe gegen jene, die stark im Gleichgewicht sind. Toll. Na, vielen Dank auch. Können wir einem Chaossturm entkommen? Wenn wir rasch in einen Hafen einlaufen, vielleicht. Chaosstürme dauern höchstens eine Nacht. Und der hier ist noch weit weg. Aber er zieht schnell auf. Ich weiß nicht, April. Die Arme, die kann doch auch nichts dafür. Wirst du mich morgen in Alais absetzen können? Ich fürchte, nein. Der Kapitän hat Südkurs angeordnet, damit wir nicht in die felsigen Untiefen vor den Inseln geraten. Wir sind 3 Tage von Guyenne entfernt, aber wenn sich das Wetter noch bessert,
ändert er vielleicht den Kurs. Ich würde mich aber nicht darauf verlassen, April. Er würde sein Schiff und seine Mannschaft für nichts und niemanden gefährden. Irgendwo kann ich ihn verstehen. Sie ist auch irgendwo eine Fremde, ne? Die ihn eigentlich nur gezwungen hat. Du wirst meinen Zauber brauchen, um Wind in die Segel zu bekommen. Es scheint schon aufzubriesen. Nebewey braucht deinen Zauber nicht, April. Es tut mir leid. In Guyenne findest du bestimmt ein Schiff, das dich zu den Inseln mitnimmt. Ich habe keine drei Tage tun. Das Gleichgewicht lässt nach. Es tut mir leid. Ich kann nichts machen. Ich habe da eine Frage zu deinem Kompass. Ich habe eine Frage zu deinem Kompass. Gern. Wird der Chaossturm den Richtkompass nicht ablenken? Vielleicht, wenn der Sturm uns einholt. Aber eigentlich kann nur ein starkes magisches Feld in unmittelbarer Nähe den Kompass ablenken. Na holla. Kannst du das bitte nochmal sagen? Wodurch wird der Richtkompass nochmal abgelenkt? Ein starkes magisches Feld in unmittelbarer Nähe zum Kompass. Danke, mehr brauche ich nicht zu wissen. Ich hoffe, du hast was von der Erkenntnis. Das hoffe ich auch. Ich lasse dich wieder arbeiten. Danke dir. So, was ist denn magisch? Das hier, ne? Das geht nicht, solange andere hier sind. Ja, und sonst? Jetzt sag mir nicht, dass wir mit dem Wurm irgendwas und dem Fass hier machen müssen. Das Apfelfass. Kriege ich die Erkenntnis von alleine oder? Oder muss ich das jetzt noch, muss ich jetzt noch irgendwas auslösen? Ein großer, dicker. Ja, wir sollen den ablenken, den Herrn. Da oben. Das geht natürlich so nicht. Kann ich den Apfel irgendwo hinlegen? Kleiner Wurm, hier ist ein... Kann ich einfach... Mein Gott, du hast eine Axt. Zerhack den blöden Sack. Eine Truhe. Was kann ich in die eine Truhe... Eine stabile, leere Holztruhe. Was mache ich denn da rein in die stabile, leere Holztruhe? Wozu? Ein Mehlsack. Du bist so langsam. Der hat aber ganz schön... Er ist mir entwischt. Ja, bissig. Wie schnell der auch krabbelt. Komm, den kriegst du doch nicht. Er ist mir entwischt. Hm, was mache ich mit der Truhe? Soll ich da mein Geld reinwerfen? Soll ich da den Wanderstein reintun? Mumi, hilf mir! Ich glaube, ich brauche noch eine Erkenntnis, die mir jetzt gerade fehlt. Ich soll die also ablenken, damit ich das Amulett dahin hängen kann. Oh, guck mal, er guckt doch dazu. Wie kriege ich hier denn da weg? Jim? Ich sehe keinen Sturm übrigens. Wie kriege ich die Erkenntnis? Kann ich das Apfelfass nicht einfach kaputt schlagen? Kann ich hier ein Loch irgendwie reinschlagen? Ich muss sie ablenken. Du kannst sie ja einfach ermorden. Zack! Zack! Soll ich einen Apfel anbieten? Captain Nebewey. Ich weiß doch. Wer ist beschäftigt? Kapitän? Sir? Sir? Stör mich nicht! Doch, ich störe dich. Oder soll ich einen Magiebindetrank draufschütten? Thun meint, das sei ein Richtkompass, der zum magischen... Ich weiß Thun meint, das sei ein Richtkompass, der zum magischen Nordpol zeigt. Das geht nicht, solange andere hier sind. Ja, vielleicht solltest du dann irgendwas tun. So wie tun, Lee. Kannst du mal Krähe rufen? Der will doch bestimmt dabei sein. Du musst sie doch mitnehmen. Ich meine, die sind mehrere Tage auf See. Er scheint nicht da zu sein. Ich versuche später nochmal. Wo soll der sonst sein? So. Okay, sie will da irgendwie raus. Tu doch mal den Apfel zurück. Ach man, wie sagt mir Jim? Jim? Nicht dran.
Weder Leichttrank, noch Bindetrank, noch Sichtbarkeitstrank. Kannst du da nicht das Fass unsichtbar machen? Dann fangen sich das an. Was benutzt? Vielleicht muss sie unsichtbar sein und das dann hinten. Und dann kann sie es tun. Weil das ist ja egal dann. Werd mal unsichtbar. Das benutze ich, wenn ich es wirklich brauche. Nö. Ich möchte gern mehr über deinen Kompakt. Ja? Eigentlich nicht. Wo ein starkes Markt. Danke, ich hoffe du. Ich lasse. Danke dir. Ha, ich darf nicht mehr als 2 Äpfel nehmen, sagte er. Muss ich vielleicht ein Loch in den unteren Boden hacken? Hier. Dass die Äpfel da durchfallen? Ein Mehlsack. Ein Mehlsack, genau. Ein kleiner Wurm, eine Truhe. Eine Axt habe ich schon. Hängematten brauche ich nicht. Muss ich vorher mit dem Pinnen, na toll, hat ja gut geklappt. Ein Loch hier reinmachen? Muss ich mit der Axt ein Loch in den Apfel machen? Oh. Oh, ich habe eine Erkenntnis gerade bekommen. Ich war ja völlig auf dem Holzweg. Toll. Jetzt haben wir jetzt einen Wurm in der Tasche. Bonbonpapier. Hä? Nimm ihn. Mach. Ja, ich habe einen Wurm gefangen. Und wozu soll der jetzt gut sein? Also, Kind, denk doch mal nach. Das Apfelfass ist doch so wichtig. Deswegen steht es auch an Bord, damit es da schön umfallen kann und damit der ganze Proviant so frupp rausfallen kann, wenn hier mal eine richtige Welle kommt. Der sieht auch noch so richtig eklig aus. Da hast du, Kleiner. Friss dich rund und satt. Der hatte Mehl. Der war schon in seinem Paradies. Ach nee, ich wette, ich muss ihm die Äpfel zeigen, den Apfel nur zeigen und sagen, hey, voll wurmig. Ich beschwere mich beim Koch. Hier, nimm das. Kapitän? Was ist denn? Ich hab da was in meinem Essen. Kapitän, im Apfelfass sind Würmer. Verflucht nochmal. Erst der Sturm und jetzt das. Zeig mal her. Bei Jahls Nasenpopel, du hast recht. Das sind Würmer. Wildgewordene, ausgehungerte Mehlwürmer. Was? Soweit ich sehen konnte, ist das der einzige befallene Apfel. Aber ich kann mich auch täuschen. Gut, dass du es entdeckt hast, bevor sich die Plage ausbreitet. Ich muss mich sofort um die Äpfel kümmern. Wieso? Ihr braucht doch Proteine. Lauf doch bitte noch langsamer. Das gibt's doch nicht. Ach, Captain Nebeway. So, lass uns doch mal schieben. Ich meine, das geht nicht, solange andere hier sind. Um Gottes Willen, was soll ich denn jetzt? Ein Rad. Nix da. Eine Wende wäre ein bisschen auffällig. Ich muss mir was anderes überlegen. Schlag ihr doch mal kurz auf den Kopf. Mal auf die Axt ins Gesicht. Ist weniger auffällig. Zeig ihr doch mal dein Amulett. Vielleicht hilft das. Halleluja. Das Steuerrad, glaube ich. Ach, hör auf. Ich möchte gern. Nee, genau. Soll ich mal. Soll ich dich am Steuerrad ablösen? Ach Gott. Ich weiß nicht, ob das so gut wäre, April. Warum nicht? Ich steuere doch einfach geradeaus, oder? Naja. Ich würde mir gerne mal die Füße vertreten. Na gut. Aber ich komme gleich wieder. Ruf mich, wenn du Hilfe brauchst. Die arme Frau. Mach ich. Danke. Es wäre auch nett, sich da so einen Hocker hinzustellen. Oh, sie läuft aber auch, als ob sie nicht ganz nüchtern ist gerade. Oha, ich darf nicht umfallen. Nix da. Eine Wende wäre ein bisschen auffällig. Ich muss mir was anderes üben. Der Kompass hat in die Richtung gezeigt, als wir nach Elais gesteuert sind.
Und jetzt zeigt er in die Richtung. Ja, hoffentlich zerstört der Chaos-Sturm nicht alles. Ich hau einfach ab. Benutze die Macht, April. Wozu bin ich die Auserwählte? Ach, jetzt baumelt es da unten dran. Tun? Ich brauch mal eben Hilfe. Wenigstens durfte sie die Treppe hoch und runter gehen. Das nennt sich auch Beine vertreten. Zeig doch mal auf den Kompass. Erzähl doch mal, dass wir in die falsche Richtung rudern. Ich bin wohl vom Kurs abgekommen. Das Schiff hat sich aber nicht gedreht. Wenn du den Kurs nicht korrigierst, werden wir Guyenne bestimmt um ein paar hundert Seemeilen verfehlen. Ich sehe mir mal den Kompass an. April, du hast recht. Gut, dass du deinen Fehler bemerkt hast. Sonst wären wir noch auf das Riff um Tagate gelaufen. Ich werde den Kurs sofort korrigieren. Es tut mir leid. Ich hab dir ja das Steuer übergeben. Hauptsache, wir sind wieder auf Kurs. Klar, wieder auf Kurs. Immer schön. Bilde ich es mir ein? Oder kommt der Sturm näher? Du hast recht. Der Sturm holt uns ein. Wir werden ihn auf See abwettern müssen. Gut, dass wir weit von den Inseln und Riffen entfernt sind. Oh, April. Riffen? Davon hat keiner was gesagt. Tun, ich muss dir was... Kapitän? Sir, wir brauchen Sie auf der Brücke. Der Sturm holt uns ein. Ach, du großer Gott, April, was hast du getan? Bitte, was hast du getan? Du hast doch keine Ahnung und manipulierst da einfach ein ganzes Schiff. Ist schon ein bisschen größenwahnsinnig, oder? Bei Jahls üblen Dämpfen, Lee. Du hast recht. So schnell hat sich noch kein Sturm genähert. Fast als jagt er etwas oder jemanden. Alle mal zuhören! In ein, zwei Stunden hat uns der Sturm eingeholt. Macht das Schiff klar! Lupendicht, Fracht festzurren, Wache wecken und bei Jarls großem Zieh klemm einer den Deckel auf das Apfelfass. Hauptsache, die Äpfel sind sicher. Das war's? Das war ja eine kurze Sequenz. Sieht nett aus und er sieht aus, als würde er... sieht ein bisschen aus wie Rezo. Ja! Aber das würde ich sagen, reicht mal für diese Folge. In der nächsten Folge gucken wir mal, ob wir jetzt alle sterben werden oder ob das gut geht. Ich weiß nicht, ich habe ein schlimmes Gefühl. Bis dann. Tschüss.